Danke, dass ich hier sein darf. Hallo, liebe Taucherinnen und Taucher. Ja, Eddie, was hast du uns hier mitgebracht? Wir haben jetzt mal drei Anzüge nebeneinander, drei Trockentauchanzüge natürlich, weil das Tauchen in Deutschland ist ja das Wichtige, im kalten Wasser. Alle drei Trockentauchanzüge sind auch genau das Richtige für kaltes Wasser. In der Mitte haben wir den D7X Nilotech. Der D7X Nilotech ist so die gehobene Klasse bei Waterproof, wo schon alle Features drin sind, die ich hier als Trockentaucher verwenden kann. Demgegenüber steht ein Neoprenanzug, völlig andere Technologie. Neopren, da ist das Eigenmaterial ja schon mal warm. Hier ist das Eigenmaterial nur wasserdicht und ich brauche dafür den entsprechenden Unterzieher. Und dahinter dann, neben dir, ist dann auch noch der D7X Cordura. Das ist ein Anzug für Taucher, die nochmal deutlich mehr mit dem Anzug machen wollen. Das heißt also, die in Höhlen oder in Wracks herumkriechen wollen und daher eine stabilere Außenhaut benötigen als der normale Taucher, als der normale Sporttaucher, als der normale einfache technische Taucher. Da gehen diese Anzüge auch schon. Und dann habe ich in dem Cordura also einen schwereren Anzug, der nochmal mehr Abriebfestigkeit und Durchstichfestigkeit kann. Schon mal eine schöne Einführung zu den Anzügen. Du hast angesprochen die einzelnen Features. Was zeichnet denn den D7X, also Nylontech, als auch den D7X Cordura denn besonders aus? Wenn wir den ganzen Anzug uns erstmal angucken, sind diese beiden Anzüge hier, der Cordura und der D7 Nylontech, eigentlich baugleich in der Ausstattung. Da geht es also nur noch um das etwas leichtere oder etwas schwerere Außenmaterial. Deshalb kann ich diesen Anzug als Beispielanzug nehmen. Das ist ein Anzug mit einem sehr langen Frontreißverschluss. Das heißt, die Öffnung von hier, die fängt hier an, bis hier oben, ist so lang, dass das Loch einfach groß ist. Ich kann also sehr, sehr leicht hinein und herauskommen aus dem Anzug. Ich habe einen verlängerten Torso. Das bedeutet, sowas hier hilft mir, jede Beweglichkeit Arme hoch zum Beispiel zu realisieren. Der Anzug ist also sehr beweglich für mich. Das wird bei diesem Anzug auch noch unterstützt, dadurch, dass das Außenmaterial, das zeigen wir später im Detail, also dieses Nylotech, auch noch dehnfähig ist. Dann verfügt der Anzug über Beintaschen, die man, das zeigen wir später dann auch noch im Detail, in dem Volumen verändern kann, also größer und kleiner machen kann. Die sind so schon ganz groß im Volumen. Ich kann sie aber noch tiefer machen. Der Anzug ist kompatibel mit unserem Ultima Armring-System. Das bedeutet, schon in der Prüfung, in der CE-Prüfung des Anzugs, wurde darauf Wert gelegt, dass das Ultima Armring-System kompatibel mit dem Anzug ist. Ist also gemeinsam geprüft als eine Einheit. Dann sind an dem Anzug Silikonmanschetten verbaut. Das kann man hier bei Schwarz ganz schwer sehen. Aber hier zum Beispiel an dem Blau kann man das gut erkennen. Diese Silikonmanschetten sind hier verbaut und der Taucher oder die Taucherin kann die Manschetten selbst ein- und ausbauen. Das bezieht sich auch auf die Armmanschetten. Bedeutet also, großer Vorteil, der Cost of Ownership wird irgendwann niedriger, weil so eine Manschette ist immer ein Teil, was nach einer gewissen Zeit einfach ausgetauscht werden muss. Das ist einfach ein Verschleißteil. Wenn ich die selber austauschen kann, bedeutet das, dass ich nachher Geld spare und der Anzug nicht so häufig in die Werkstatt muss. Ansonsten, wenn ich eine Latexmanschette verkleben würde, müsste ich die in etwa alle 2 Jahre austauschen und dann muss ich den aber in die Werkstatt bringen. Hier kann ich als Taucher selbst diese Manschetten austauschen. Also vorausgesetzt, ich habe Ersatzmanschetten bei, könnte ich quasi direkt am Tauchplatz innerhalb von welcher Zeit diese... Na, 5 Minuten für den guten, 10 Minuten für den schlechten, wenn es kalt ist. Okay. Wenn ich kalte Finger habe, brauche ich 10 Minuten, weil das Material dann auch kalt ist. Für eine Halsmanschette oder für eine Armmanschette tatsächlich immer nur 5 Minuten. Du hast gesagt Silikon. Warum hat man sich für Silikon entschieden und nicht weiter Latex genutzt? Silikon hat den großen Vorteil, dass es sehr, sehr komfortabel ist. Es hat eine höhere Dehnfähigkeit als Latex und eine bessere Rückstellkraft. Also wenn ich so eine Manschette hier so nehme und die so rausziehe hier, dann kann ich das mit Silikon machen. Und wenn ich schaue, was für eine Rückstellkraft das Material hat,
dann kann Latex das einfach nicht. Das ist einfach eine neuere Technologie, die eigentlich nur Vorteile hat, also sehr dehnfähig, sehr komfortabel, sehr hohe Rückstellkräfte, mit einem Nachteil, ich kann sie nicht kleben. Das heißt, ich muss Arm- und Halsringsysteme damit kombinieren. Okay. Was aber ja der Vorteil ist für den Taucher, weil er sie selbst austauschen kann. Genau. Die Demonstration bitte gerade unsere weiblichen Taucher mit etwas längeren Fingernägeln oder auch modellierten Fingernägeln nicht nachmachen, weil ich glaube, das würde die Manschette dann nicht aushalten. Latex-Manschette, Silikon-Manschette, wie wir sie hier haben, in verschiedenen Farben, hast du schon gesagt. Gibt es noch eine Möglichkeit, eine andere Manschette im Halssystem zu verwenden? Gibt es diese Silikonmanschette natürlich auch in verschiedenen Größen. Ich kann also sagen, okay, ich brauche normalerweise diesen Anzug in der Größe ML, aber ich habe ein bisschen dünnen Hals, also kann ich auch da einfach schnell mal einen dünneren Hals, also eine kleinere Manschette reinbauen. Und außerdem habe ich die Möglichkeit selbst zu sagen, im Sommer tauche ich mit Silikon, weil das ist sehr komfortabel. Im Winter ist es mir ein bisschen zu kalt, weil es einfach auch nicht wärmer ist als Latex. Und dann kann ich im Winter anstelle dieser Silikonmanschette eine Neoprenmanschette einbauen. Das kann ich als Kunde auch selbst machen. Die hat knapp 2 mm Materialstärke und die ist auch verfügbar in 5 Größen bei uns. Dass ich also jeweilig die richtige Manschette habe und so eine Neoprenmanschette, die dann nach innen umgeschlagen ist, die hat natürlich dann nochmal einen erheblich höheren Wärmewert. Kann ich durchaus bestätigen, weil ich liebe Neoprenmanschetten am Hals und ja, habe das da auch schon genutzt und mir die dort entsprechend eingebaut. Ja, kann jeder für sich ausprobieren, na klar. Ventile logischerweise, denke mal auch, die sind drehbar, die Einlassventile. Wir haben natürlich ein drehbares Einlassventil von Zytec, mehrfach drehbar, keine Frage. Wir haben ein verstellbares Auslassventil. Wir verfügen hier über einen doppelten Reißverschluss, das heißt, in dem Anzug ist ja erstmal ein Metallreißverschluss vorne drin und dann haben wir noch einen Kunststoffreißverschluss außen drauf, der den Anzug schützt vor mechanischer Belastung. Dann hat der ganze Anzug natürlich auch noch eine Knieschoner. Die Knieschoner sind aus Cordura, aus Kevlar-Material und zusätzlich hat der Füßling auch noch einen Kevlar-Schutz. Thema Füßlinge, die sind ja jetzt, sag ich mal, je nach Konfektionsgröße entsprechend fest dran. Habe ich da Möglichkeiten, wenn ich sage, ich lebe auf kleinem Fuß oder ich lebe auf sehr großem Fuß, das entsprechend anzupassen? Ja, natürlich. Also wir liefern diese Füßlinge, die da dran sind, in einer Größe von 34 bis 50. Und der Kunde kann für einen kleinen Aufpreis seine Wahl Füßlinggröße bekommen. Mhm. Und in dem Fall, wenn wir also die Füße sowieso abmachen müssen und andere Füße dran machen, hast du auch noch die Möglichkeit, ein Stückchen von dem Neopren da unten am Füßling zu verringern oder zu verlängern. Das heißt also, wir können das Bein dann um ca. 7 cm verkürzen oder um ein paar Zentimeter auch noch verlängern. Das ist also die Option, die dann, wenn ich sowieso den Füßling-Tausch bevorzuge, dann eigentlich auch nicht noch zusätzlich etwas kostet. Sehr schön. Also so ein Füßlingwechsel ist ohne Aufpreis bei euch? Der Füßlingwechsel ist mit Aufpreis. Okay. Nur wenn ich dann auch noch die Beine oder verlängern oder verkürzen will, dann müssen wir ja sowieso an den Naht ran. Wir müssen diesen Füßling ja einmal abbauen und können dann auch einen längeren Füßling, den wir sowieso am Lager haben, zum Beispiel ranbauen oder den neuen Füßling ein paar Zentimeter abschneiden. Mhm. Gut, Schuhgröße, Körpergröße, nun sieht der Anzug hier relativ schlank aus, von der Größe könnte es fast hinhauen, von der Körperlänge. Ich weiß, dass bei euch keine Maßanfertigung gibt, wie sieht es aus mit dem Größenspiegel? Also ein Trockentauchanzug muss grundsätzlich erstmal sehr, sehr gut passen. Und wir haben diesen Anzug erst vor kurzer Zeit erneuert, das heißt, wir haben einen neuen Schnitt in diesen Anzug integriert. Einen sogenannten Slimfit. Der Anzug ist schlank geschnitten an den Beinen, gegenüber dem Vorgängermodell deutlich schlanker geschnitten. Wir haben also auch weniger Luft in den Beinen und weniger Airtraps, also Luftfallen, wo Luft einfach unnütz sein könnte. Und zusätzlich hat der Anzug ja ein dehnbares Außenmaterial.
Und das dehnbare Außenmaterial macht dann auch noch, sorgt dafür, dass wir eigentlich den Anzug relativ eng tragen können, solange er noch komfortabel ist. Weil so eine Bewegung wie diese Armbewegung jetzt zum Beispiel, da würde das Material hinten ein bisschen nachgeben. Wir verkaufen diesen Anzug allerdings in 22 Größen. Das sind nicht nur Standardgrößen, sondern das sind auch Größen, zum Beispiel, wir haben uns gerade unterhalten, du trägst ein Herren L Plus und ich trage ein Herren M Plus. Das heißt, wir beide sind die Plusgrößen. Das sind also Menschen, die mehr Volumen haben, als ihre Größe es normalerweise zulassen würde. Die kurzen Kräfte. Genau. Und dann haben wir aber auch Tallgrößen, lange Größen, also für lange, dünnere Menschen, lange Menschen, die weniger wiegen. Diese Tallgrößen sind, wenn wir hier zum Beispiel einen Herren M haben, hat ein M Tall, den haben wir bei diesem Anzug auch im Programm, dann 8 cm mehr Körperhöhe bei gleichem Umfang. Das bedeutet also längere Arme, längere Beine, längerer Oberkörper. Aber der Oberkörper ist ja sowieso in diesem Anzug nochmal sowieso sehr variabel durch die Verlängerung des Torsos, wenn man das so zeigen kann. Das ist also jetzt hier der ganze Oberkörper. Wenn ich also nur diesen Schrittgurt und die Hosenträger, die innen integriert sind, etwas weiter stelle, dann habe ich ja sowieso schon einen längeren Oberkörper. Genau, das ist auch immer der Punkt, wo die Kunden ein bisschen erschrecken, wenn ich mit so einem Anzug ankomme, der erstmal 30 cm zu groß erscheint oder zu lang erscheint. Wenn ich da jetzt so ein Modell habe und ich versuche, da die passende Größe zu finden, gibt es da einen wichtigen Hinweis in Bezug auf Unterwäsche? Ganz klar, also wenn ich so einen Anzug, wenn ich einen Menschen vermesse für so einen Anzug, dann vermesse ich den Menschen und wir haben so ein Vermessungssheet, haben wir auf unserer Homepage und ihr sicherlich auf eurer auch. Ja. Wenn ich mich also da wiederfinde in dieser Größentabelle, messe ich mich einfach mit T-Shirt und Jeans. Das ist ganz, ganz einfach. Mhm. Das sind nur wenige Punkte, die ich dabei abmessen muss. Und dann muss ich eigentlich als Taucher entscheiden, wie dick meine Unterwäsche ist, die ich, also mein Unterzieher ist, den ich dazu trage. Aber diese Differenz zwischen meinem T-Shirt und dann nachher dem Unterzieher, das haben wir als Hersteller schon mit berechnet. Okay. Und wenn ich jetzt ganz Extremfälle habe, dann kann ich das natürlich auch nochmal mit meinem Fachhändler besprechen. Genau. Ja, wenn es dann wieder möglich ist, können wir dann quasi euch auch wieder hereinbitten und die verschiedenen Sachen, die verschiedenen Größen mal entsprechend anprobieren und zu gucken, dass ihr den passenden Anzug habt. Musik